Ich begrüße Sie ganz herzlich zum nächsten Panel mit dem spannenden Titel Intelligente Technik in den Händen weniger. Eine ganz wichtige Debatte, wie ich finde, aus folgendem Grund: Wenn wir über künstliche Intelligenz reden, da geht es ja ganz oft darüber um die Frage, beherrscht uns die Technik, gerät sie uns außer Kontrolle, wie arbeiten wir mit der Technik, ist die Technik vertrauenswürdig und so weiter. Alles wichtige Fragen, aber es geht immer um das Verhältnis zwischen der künstlichen Intelligenz und dem Menschen. So. Dabei wird oft vernachlässigt, dass künstliche Intelligenz im Kontext eingesetzt wird, in dem Daten eine neue ökonomische Rolle kriegen, Daten wirtschaftlich ganz wichtig werden und neue Unternehmenstypen, neue Tech-Unternehmen, digitale Plattformen eine ganz wichtige Rolle einnehmen. Und insofern soll es bei uns heute darum gehen, um genau diesen Zusammenhang zwischen künstlicher Intelligenz als Technologie und ökonomischen Veränderungen, Veränderungen im Wirtschaftssystem, Veränderungen, die die Gesellschaft prägen, die eben gerade mit der neuen Rolle von Daten zu tun haben und mit Unternehmen, die diese Daten ökonomisch in Wert setzen wollen. Ich freue mich ganz besonders, heute mit zwei Gästen zu diskutieren. Jeanette Hoffmann ist Professorin für Internetpolitik an der FU Berlin und arbeitet mit mir am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und am Weizenbaum-Institut, leitet dort einen ganz aktiven, agilen Bereich, eine Projektgruppe Politik der Digitalisierung, und ist außerdem Sprecherin der AG Digitalisierung und Demokratie bei der Leopoldina. Jeanette, du beschäftigst dich ja schon seit Ewigkeiten mit dem Internet. Wie kommt es eigentlich dazu, dass du da so früh auf den Trichter gekommen bist? Bist du so eine technologieaffine Person oder so? Ich hatte immer ein mildes Technikinteresse, das schon, aber das mit dem Internet kam tatsächlich dadurch, dass das WZB, wo wir beide arbeiten, 1992 Zugang zum Internet bekam, und da kam jemand rein und sagte, hier ist dein Account, und das war es, bevor es das World Wide Web gab. Damals war noch alles schwarz-weiß. Ich hatte auch noch nie davon gehört, und dann haben drei Frauen in der Abteilung, wo ich gearbeitet habe, entschieden, das gucken wir uns jetzt mal näher an, und dann waren wir verloren. Die nächsten Wochen haben wir nichts anderes mehr gemacht. Nächsten 15, 20 Jahre habt ihr nichts anderes gemacht wahrscheinlich. Das war eine schlaue Idee und sicher eine spannende Entscheidung. Genauso wie Timo Daum, der auch schon seit langem sich beschäftigt mit Themen des digitalen Kapitalismus. Er ist Autor, veröffentlicht sehr spannende und zugängliche Bücher zu einer unfassbaren Bandbreite von Themen. Zugleich, habe ich gehört, ist er Online-Designer und Dozent in der Wirtschaftsinformatik, und ist unter anderem jetzt auch am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, wo wir alle herkommen, Gastwissenschaftler, ist sozusagen Family. Timo, Online-Designer und Autor zu so vielen Büchern, wie kriegst du das eigentlich unter einen Hut? Also auf Online-Designer, das ist so ein bisschen auch in der Vergangenheit, aber ich könnte so eine ähnliche Geschichte auch erzählen. Also so die erste E-Mail, die ich an einen Freund geschickt habe in den USA, tatsächlich, da gab es auch das World Wide Web noch gar nicht oder so, war tatsächlich auch so eine kleine Initialzündung, und seitdem hat mich dieses Netz oder so nicht mehr losgelassen, und ich habe tatsächlich in verschiedensten Gewerken, also von Projektmanagement, Programmierung auch viel selber gearbeitet, bis ich jetzt praktisch Autor geworden bin und publizistisch mich das nicht mehr losgelassen hat. Sie sehen schon, wir sind alle angefixt. Das hätte sich ja auch gegolten für Svea Windwehr, die heute leider verhindert ist, die aus Krankheitsgründen absagen musste, die bei Google für den Bereich Public Policy zuständig ist oder in diesem Bereich arbeitet. Das wäre natürlich ganz besonders spannend gewesen, nicht nur über die Plattform zu reden, sondern auch mit einer Repräsentantin. Und sehr schade, dass sie heute nicht hier sein kann. Gute Besserung an dieser Stelle. Jetzt habe ich vor lauter Aufregung erste Offline-Veranstaltung vor so einem großen Publikum vergessen, mich selbst vorzustellen. Mein Name ist Florian Butollo. Es ist schon durchgeklungen, dass ich auch am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung arbeite. Am Weizenbaum-Institut leite ich die Forschungsgruppe Arbeiten in hochautomatisierten Prozessen, und ich war Sachverständiger in der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz, wo wir uns eben auch sehr intensiv mit diesen Themen auseinandergesetzt haben. So viel zur Vorrede. Timo, digitaler Kapitalismus, davon sprichst du ja auch. Ist das jetzt eigentlich nur so ein Label,
das man dem Kapitalismus anheftet, oder ist wirklich was qualitativ neu und was haben Plattformen eigentlich damit zu tun? Ich muss sagen, ich finde digitaler Kapitalismus, und ich freue mich sehr, dass wir heute im Zusammenhang mit KI über Kapitalismus reden. Du hast es schon angedeutet, das ist eine der wichtigsten Maschinen, wenn man so will, könnte sagen, die Lokomotive des digitalen Kapitalismus. Wenn wir von digitalem Kapitalismus sprechen, dann rücken wir damit zunächst ins Zentrum, dass wir von einer Gesellschaft sprechen, nicht etwa von Informationsgesellschaft oder Spätmoderne zum Beispiel, sondern von Kapitalismus, also einem System, in dem das Herzstück praktisch das Kapital ist, das sich vermehren möchte. Und das schon seit mittlerweile 150 oder 200 Jahren in unseren Breiten. Und insofern, und gleichzeitig erfindet sich der Kapitalismus in dieser Suche nach Profitmaximierung immer wieder neu. Also er mutiert quasi und ist insofern auch durchaus vergleichbar mit dem Virus, das uns hier seit ein paar Jahren plagt. Wir könnten den digitalen Kapitalismus also sozusagen als die Delta-Variante des Kapitalismus bezeichnen. Und digital, dieses Adjektiv digital, damit meinen wir nicht etwa sowas wie immateriell, virtuell, nur noch also nicht mehr mit Hardware und Infrastrukturen und tatsächlich einer industriellen Basis versehen, im luftleeren Raum, im Metaversum oder so. Nein, ganz im Gegenteil, wir wissen, dass das Internet einer der größten Stromverbraucher und Ressourcenverbraucher der Welt ist, also dieses Versprechen nicht eingelöst worden ist. Was wir damit aber sagen wollen mit diesem Adjektiv ist, dass sich das Reproduktionsprinzip radikal verändert hat, dass das die Generierung, die Verbreitung über Netzwerke und die Verwertung von Informationen ins Zentrum der ökonomischen und der gesellschaftlichen Aktivität geraten ist. Und für diese neue Maschinerie sozusagen sind Plattformen tatsächlich, wenn man so will, die Plattformen sind die Fabriken, könnte man sagen, des digitalen Kapitalismus. Und das sind Infrastrukturen aus Hardware und Software, die von privaten Unternehmen durchdesignt sind, um die digitale Wertschöpfung perfekt zu organisieren. Und insofern stimmt auch diese Analogie zu den Fabriken, die der industrielle Kapitalismus ja auch erst errichtet hat, um die Arbeitermassen dort zu versammeln, um die Maschinen und Rohstoffe und dort sein Ausbeutungsmodell zu optimieren. Und die Analogie geht so weit, die Plattformen sind auch wiederum, sagen wir mal, die Kathedralen des digitalen Kapitalismus, wo dieses Mal Millionen, sogar Milliarden von uns hineinströmen, um dort ausgebeutet zu werden. Wir sprechen darüber, denke ich, noch so ein bisschen, ne? Also durch unsere Aktivität zur Revenue-Produktion, wie Karl Marx das gesagt hätte, beizutragen. Soweit vielleicht erstmal meine Antwort auf deine Einstiegsfrage. Okay, Delta-Variante. Ich hoffe, es ist nicht die fieseste Variante des Kapitalismus, mit der wir zu tun haben. Wir werden es diskutieren. Jeanette, wie ist dein Blick auf diese eigenartige Machtkonzentration, die wir erleben in der Sphäre der digitalen Plattformen? Also siehst du die als ein dominantes Prinzip und woran liegt es eigentlich, dass wir diese Art von Konzentration und Ballung von Macht? Also ich denke schon, dass man sagen kann, dass Plattformen ein wichtiges Organisationsprinzip der sich digitalisierenden Gesellschaft geworden sind. Ich gucke da persönlich weniger aus einer ökonomischen Perspektive drauf, als aus einer Gesellschaftswissenschaften in dem Sinne, dass ich sagen würde, Plattformen sind ein ganz zentraler Integrationsmechanismus. Integrationsmechanismus, weil allen Plattformen bei aller Unterschiedlichkeit doch gemeinsam ist, dass sie so eine Art Matchmaker sind. Sie schaffen Verbindungen zwischen Menschen und Organisationen, die sich unter anderen Umständen so vermutlich nicht getroffen hätten. Jedenfalls in großem Umfang tun sie das. Entweder für kleine Unternehmen, die sich ohne großen Kapitaleinsatz Absatzmärkte schaffen, Kundinnen und Kunden womöglich sogar am anderen Ende der Welt. Also das hätten sie so nie hingekriegt. Und bei den Kommunikationsplattformen ist es die soziale Beziehung zwischen den Menschen.
die durch Plattformen ermöglicht wird, die doch für viele Nutzer neben der Ausbeutungsdimension, die ich nicht bestreiten würde, doch auch einen großen gesellschaftlichen Mehrwert erzeugen. Wir profitieren sehr von diesen Plattformen, deshalb machen wir da ja auch alle mit. Uns zwingt ja in vielen Fällen niemand, sondern wir gehen da freiwillig hin. Ja, wenn ich da gerne, wenn ich da einhaken darf, würde ich jetzt praktisch zugespitzt sagen, ja, in die Fabrik hat uns ja auch keiner gezwungen. Ne? Also wir, also höchstens die Notwendigkeit, unsere Arbeitskraft zu verkaufen, so hat ja Karl Marx das beschrieben, ne? Diese doppelte Freiheit des Lohnarbeiters. Aber diese Vertragsfreiheit, die der Lohnarbeiter hat, das war ja der große Fortschritt in der Frühzeit des Kapitalismus tatsächlich gegenüber gegenüber Leibeigenschaftsverhältnissen zum Beispiel. Und vielleicht trägt diese Parallele tatsächlich so weit, dass wir sagen, ja, auch die heutigen Plattformen sind insofern freiwillig, als wir uns ja auch einfach dagegen entscheiden können, bei Facebook, TikTok oder wie sie auch alle heißen, Amazon mitzumachen. Und doch ist es da ja auch so, dass vielleicht weniger bei uns, vielleicht nur in bestimmten Branchen, in bestimmten Situationen diese Pflicht zum Mitmachen, also weil das ein sozialer Raum, das hast du genau richtig gesagt, das ist ein gesellschaftlicher Raum, der da entstanden ist und der Zwang, da teilweise auch mitzumachen, ist unter Umständen schon auch da. Ja. Und insofern ist die, dass das praktisch gesellschaftliche Räume auch sind, die aber von Privatkonzernen tatsächlich designed sind, also from scratch designed und genauso wie eine Fabrik, sagen wir mal die größte Autofabrik der Welt in Wolfsburg, also ja, entworfen ist, um dem Ziel, nämlich der Produktion von Autos und dem Profit des Unternehmens, das dieses Werk gebaut hat, zu dienen. Genauso ist das Design der Plattformen ja auch vom Bottom up nur diesem einen Ziel untergeordnet, den Besitzern, Besitzerinnen maximalen Profit zu generieren. Und in dem Moment, wo das gleichzeitig aber eine gesellschaftliche Sphäre ist, wird das natürlich noch stärker zu einem Problem, als wenn das jetzt ein Golfplatz wäre oder so, wo dessen inneres Funktionieren vielleicht nicht diese gesellschaftliche Bedeutung hat. Für mich besteht ein Unterschied darin, ob ich meine Arbeitskraft verkaufe. Das muss ich einfach tun, wenn ich kein eigenes Land habe, um meine Kartoffeln und Möhren selbst anzubauen, oder ob ich eine Plattform nutze. Da würde ich schon einen Unterschied einziehen. Aber ich gebe dir völlig recht, dass vor allen Dingen in der jungen Generation die Nichtnutzung von Plattformen eine gewisse soziale Marginalisierung mit sich bringt, weil alle anderen, mit denen man zu tun hat, sich da tummeln. Das stimmt schon. Aber die Art des Zwangs, die ist schon anders. Ja. Aber ich habe das deshalb so betont, um zu sagen, das ist nicht ein rein wirtschaftliches Verhältnis, sondern Plattformen schaffen eine Gesellschaftlichkeit, an denen Menschen gelegen ist. Ja. Und das, finde ich, darf man nicht unterschlagen. Und da ist das Kalkül der Plattformbetreiber, da gebe ich dir völlig recht, designen die Plattform so, dass sie maximal Daten abschöpfen können von unserer Nutzung. Das hat aber wenig mit der Intention der Nutzerinnen zu tun. Die Kommunikationsplattform, also wenn ich sowas wie Twitter nutze, dann weil ich da wirklich Freude dran habe. An welchem Punkt wird denn die Plattform zum Problem, weil sie zur Abhängigkeit führen kann der Nutzerinnen und Nutzer zum Beispiel? Also ich sage jetzt mal, ich hätte mir vorgestellt, Svea Windwehr hätte ähnlich argumentiert, dass sie sagt, okay, in die Fabrik, da gehe ich erstmal, weil ich brauche was, ne? Ich muss irgendwie überleben und das ist ein ganz materieller Zwang. Die Plattform vergrößert erstmal die Möglichkeiten. Ich nehme jetzt mal das, was Facebook immer sagt, zu den Werbekunden, die sagen, du als Kleinunternehmen, du erreichst irgendwie 70% deiner Kundinnen und Kunden über unser Matchmaking, das wirst du sonst nie hinkriegen. Da könnte man auch sagen, das ist auch eine Win-Win-Situation. Oder was wirst du da einwenden, Timo? Weil letztendlich das kleine Unternehmen hat mehr Kunden, Facebook hat Werbeeinnahmen, die Kunden haben eine größere Auswahl, weil sie leichter die Unternehmen finden, die sie brauchen. Das ist sozusagen das, wie die
wie begründet wird, dass wir sowas brauchen wie Plattformen? Also ich finde diese kleine Debatte über den Zwang zur Nutzung, den Zwang, den sanften, den stummen Zwang der Verhältnisse, wie Karl Marx das in seiner Zeit genannt hat, sehr interessant. Und ich denke, wenn wir an jemanden denken, der für Uber fährt, also der muss natürlich, der benutzt diese Plattform als Existenzsicherungsmittel. Und ich habe gerade ein Beispiel aus Österreich kennengelernt. Da gibt es eine Plattform für Pflegekräfte. Das sind zu fast 100% Frauen, zu fast 100% nicht des Deutschen mächtig, zu fast 100% nicht österreichischen Pass und zu 100% selbstständig, also Unternehmerinnen praktisch, die auf diese Plattform absolut angewiesen sind zur gesellschaftlichen Teilhabe und Teilhabe am Arbeitsmarkt. Und auch von Facebook oder so, wir kennen das wahrscheinlich alle, du musst bei LinkedIn sein, du musst bei Facebook sein, um Werbung für dich zu machen. Das war für den fordistischen Arbeiter, ich benutze jetzt mal nur die männliche Form, natürlich nicht von Interesse. Der musste nicht sich um das Update seiner eigenen Website kümmern. In der heutigen Zeit oder so, wo wir immer mehr Solo-Selbstständige zum Beispiel haben. Also kurz gesagt, ich sehe da ein Kontinuum zwischen tatsächlich so ein bisschen Freizeit, aber auch Twitter oder so. Ich kenne Leute, die tatsächlich Twitter als Einstieg in wirklich eine professionelle Karriere als Influencer, Influencerin benutzen. Also ich würde schon sagen, dass wir haben auch so ein Kontinuum zwischen dem, was die Arbeitswelt ist und dem, was die Freizeit ist, dem, was Social Media, dem, was Networking ist und dem, was Freizeit ist. Das ist doch in vielen Biografien heutzutage ein fließender Übergang. Ja, vielleicht ist es dann einfach ein Privileg, dass ich mich absolut nicht gezwungen fühle, eine Plattform zu nutzen. Und ich auch in meinem Umfeld viele Menschen kenne, die diese Art von Zwang nicht spüren. Ich sehe das unter den Studierenden, mit denen ich zu tun habe, dass es einen sozialen Druck gibt, aber es ist nicht der Einkommensdruck. Und das würde ich schon auseinanderhalten wollen. Für mich sind das zwei kategorial unterschiedliche Zwänge. Also der Zwang, der Peer-to-Peer-Zwang, dass man teilnehmen möchte und da sein will, wo die anderen auch sind. So eine FOMO, Fear of Losing Out, kind of Angst, die ist anders als mich und meine Familie satt zu kriegen. Aber also ich finde, aus der ökonomischen Perspektive ist es schon sehr eindrücklich zu sehen, dass wenn ich jetzt zum Beispiel Google benutze, wirklich schade, dass wir hier nicht die Expertinnen haben, die mit dem Suchalgorithmus ja praktisch eine der wichtigsten Maschinen der digitalen Welt installiert haben, die 60.000 Suchanfragen pro Sekunde 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche bearbeiten. Und ich hatte mal Gelegenheit, den Vizepräsident Search bei der Republika zu fragen, wie viele Leute arbeiten denn jetzt tatsächlich fest angestellt bei Google an dieser Maschine, also die diesen Algorithmus pflegen, warten, ölen, um diese Analogie zur Maschine aus der industriellen Welt zu nehmen. Und wohlgemerkt, ne, also Milliarden Menschen benutzen diese Maschine, das ist unser Zugang zu der digitalen Welt. Die Antwort war 14 Leute, circa 14 Leute. Das heißt, dieses Verhältnis zwischen den 14 Leuten, die da tatsächlich an dieser Maschine arbeiten und da ihre Brötchen verdienen, und den Milliarden Menschen, die aber diese Maschine eigentlich füttern, durch ihre Aktivität in der Suche und aber auch durch die Produktion der öffentlich zugänglichen Inhalte des Internets, die in die Milliarden gehen. Das macht es mir praktisch als Ökonom, aus der ökonomischen Perspektive nicht mehr nachvollziehbar zu sagen, ich habe 14 Leute, die ausgebeutet werden und die anderen machen das nur zum Spaß. Das haut nicht mehr hin. Jetzt scheint es ja so zu sein, dass das Problembewusstsein in der Gesellschaft enorm zugenommen hat. Also dass man durchaus sagt, da ist sowas am Entstehen wie eine neue Infrastruktur oder irgendwas, was wir gesellschaftlich brauchen, und andererseits wird wahnsinnig viel Geld gemacht. Es wird mit den Daten gemacht, es wurde noch viel mehr Geld mit Daten gemacht, sozusagen bevor die Datenschutzgrundverordnung und so weiter das problematisiert wird. Aktuell wird diskutiert auf EU-Ebene eben über den Digital Service Act, Digital Markets Act, wo man das Gefühl hat, viel von der Kritik, was politisch geäußert wurde, was auch in der Wissenschaft geäußert wurde, kommt jetzt an. Wie würdest du es beschreiben, Jeanette, was gerade da stattfindet? Ist es so, dass wir sozusagen aus so einer Wildwuchsphase rauskommen, wo die Plattformen wildwestkapitalistisch, delta-kapitalistisch irgendwie die Daten vereinnehmen konnten und machen konnten, was sie wollen, und das jetzt gerade sozusagen an Endpunkt kommt und wir tatsächlich eine Entwicklung zu einer vernünftiger regulierten Plattformlandschaft erleben?
Also vernünftig, soweit würde ich jetzt noch nicht gehen wollen, aber bei der EU gibt es ja immer so ein doppeltes Ziel. Einerseits geht es schon darum, dass die Plattformen tatsächlich stärker zu kontrollieren, sie also einer Regulierung zu unterwerfen. Aber bei der EU geht es immer auch um eine Vereinheitlichung der Regeln zwischen den Mitgliedstaaten. Und dieses zweite Ziel ist mindestens so wichtig wie das erste, weshalb man auch häufig so enttäuscht ist, was da am Ende rauskommt. Weil die, ich sag mal, neoliberalsten Mitgliedstaaten sich häufig durchsetzen. Also deshalb ist das so schwierig, da zu gemeinsamen Regeln zu kommen. Und ich halte das, was wir da jetzt machen, auch für den ersten Schritt. Das ist, da wird was losgetreten, was sich, glaube ich, in den nächsten 10, 15 Jahren weiterentwickeln wird. Und die Plattformen ihrerseits werden sich ja auch weiterentwickeln. Also das, was wir heute regulieren, existiert wahrscheinlich so in 10 Jahren nicht mehr. Mhm. Timo, wie siehst du es? Also Digital Markets Act sagt ja in groben Zügen, dass die Plattform ihre zentrale Rolle sozusagen nicht ausnutzen darf, um eigene Produkte zu bevorzugen, um andere Marktteilnehmer auszuschließen. Wenn wir dahin kommen, ändert das was an deiner Kritik am digitalen Kapitalismus, würdest du sagen, dann ist es sozusagen eingehegt und wir sind auf einem ähnlichen Level, wie wo wir es davor waren. Dann sind es einfach große Unternehmen, die Services bereitstellen. Also vielleicht eine Bemerkung vorweg, meine Kritik des digitalen Kapitalismus ist schon auch geprägt von einer Bewunderung für die Leistungen, ne, für die Services und für die Erleichterungen oder so, die diese digitalen Konzerne tatsächlich, das muss man neidvoll anerkennen, geschafft haben. Vielleicht nochmal zu den zwei Punkten. Ich fand das sehr, sehr klar und einleuchtend. Der zweite Punkt, diese Homogenisierung und diese Standardisierung oder so, da sind sie sehr erfolgreich. Sogar so weit, dass in China am 1. November ein Gesetz in Kraft getreten ist, das über weite Strecken, das also Privacy schützt und über weite Strecken, das sagen alle Beobachterinnen und Beobachter, von GDPR, also der Europäischen Datenschutzgrundverordnung, inspiriert ist und das über weite Strecken kopiert. Also das ist wirklich wenn nicht die europäische Innovation im Digitalsektor oder so, die ein Exportmodell sogar ist. Beim ersten Punkt stimme ich dir auch zu, das ist wirklich ein Minimum, das ist wachsweich und auch das, was du gerade angesprochen hast, geht eigentlich aus so einer Philosophie, dass wir wollen Marktverzerrungen, wir wollen Preisabsprachen, wir wollen vermeiden, wir wollen den Konsumenten und schützen vor Missbrauch. Aber letztendlich wird das Individuum, also werden wir alle von GDPR also reduziert auf Konsumenten mit ihren Rechten, die nicht übers Ohr gehauen werden dürfen von den Plattformen, um das mal salopp zu sagen. Aber dieses Grundprinzip der Plattformen zu sagen, wir sammeln kostenlos, unbezahlt Daten in gigantischem Ausmaß an und schauen später, wie wir das raffinieren, wie wir daraus verwertbare Informationen schaffen. Das, was Evgeny Morozov Datenextraktionismus nennt, in Analogie zum fossilen Extraktionismus, ne, wo wir das Rohöl, die Rohdaten schöpfen, um dann erst es zu veredeln und dann überhaupt erst zu einem Produkt, das verkaufbar ist, Benzin auf der einen, wertvolle Informationen für Werbekunden auf der anderen Seite. An diesem Prinzip oder so rüttelt GDPR überhaupt nicht. Im Gegenteil. Digital Market Act meinst du oder jetzt die? Auch GDPR, also auch GDPR, also die Europäische Datenschutzgrundverordnung und die weiteren Gesetze, rütteln nicht an dieser Reproduktionsweise des digitalen Kapitals, so würde ich das formulieren, sondern, und das sehen wir auch, und dann höre ich auch auf, das sehen wir auch daran, dass, du hast es schon angedeutet, die Plattformen nach einer Frühzeit des Wilden Westens jetzt eigentlich alle zustimmen, einverstanden sind mit Regulierung, froh sind, wenn es Regeln gibt, an die sie sich halten können, froh sind, dass es in China jetzt eine Regelung gibt, die ähnlich ist wie die Europäische Datenschutzgrundverordnung, damit sie dort ein Rule of Law, also einen rechtssicheren Raum zur Verfügung haben.
Jeanette, du sprichst im Artikel, was ich mir angeguckt habe, von einer partiellen Vergesellschaftung von Daten und Datenanalytik als eine mögliche Perspektive, die darüber hinausgeht. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Oder wie? Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und etwas beisteuern, was zu der Regulierungsfrage. Ich habe mich mit einer Wettbewerbsjuristin dazu unterhalten und die hat mir gesagt, dass ausgehend vom amerikanischen Wettbewerbsrecht die Frage immer gestellt wird, schadet es den Konsumentinnen und Konsumenten oder nicht? Und das ist sozusagen die Gretchenfrage, an der sich so vieles bemisst, und diese Perspektive hat die Europäische Kommission sich irgendwann angeeignet, weshalb alle Forderungen nach einer stärkeren Regulierung der Plattformen immer den Beleg dafür bringen muss, dass es für uns schädlich ist. Und das ist aber so kurzfristig häufig nicht möglich, weil wenn man sich mal anguckt, was wir durch Amazon gewonnen haben, nämlich, dass man alles mögliche Zeug jederzeit bestellen und morgen auf der Fußmatte vor der Wohnungstür hat, ist auf den ersten Blick erstmal positiv. Natürlich nicht, wenn man sich die Arbeitsbedingungen anguckt, aber das ist nicht, was das Wettbewerbsrecht regelt. Das guckt sich andere Sachen an, sondern es ist immer die Frage, schadet es uns aus der Konsumentinnenperspektive? Und da ist es schwierig, gegen Amazon und andere zu argumentieren. Langfristig wird man sagen, wenn Amazon immer mehr Märkte aufrollt und dadurch Konkurrentinnen verschwinden vom Markt, dann ist das irgendwann mal ein Ausfall von Konkurrenz, von Innovation, von diesem und jenem und wird uns langfristig schaden. Aber das kann man eben unheimlich schwer nachweisen. Ich glaube, Stichpunkt nachweisen, dass wir langfristig, wenn wir die Plattformen besser regulieren wollen, wir erstmal verstehen müssen, was sie überhaupt treiben, und dass deshalb aus der Regulierungsperspektive ein Zugang zu den Daten und zu der Analytik der Plattformen geschaffen werden kann. Das gibt es auch jetzt schon, wenn eine Wettbewerbsagentur sowas wie die Deutsche Monopolkommission einen Fall startet und sagt, hier gibt es den Vorwurf oder den Verdacht auf Missbrauch von Marktmacht, dann kriegen die Zugang zu den Daten, und mit dem neuen Digital Market Act ist geplant, dass die Unternehmen sogar jemanden bereitstellen müssen, der Wettbewerbsbehörde erklärt, was es mit diesen Daten und der Analytik im Einzelnen auf sich hat. Das heißt, nach und nach wird der Gesetzgeber mehr Zugang zu den Daten schaffen. Aber meine Vorstellung wäre auch, dass die Unternehmen gezwungen werden sollten, die Daten, die ihnen ja nicht gehören, selber zu teilen, sowohl mit der Konkurrenz als auch mit uns in der Forschung. Das sind ja ganz neue Perspektiven. Das weckt Begehrlichkeiten. Es gibt in verschiedenen Gesetzesvorhaben gibt es schon Klauseln, die sagen, dass sie der Forschung Zugang geben müssen, aber das ist noch nirgendwo gut ausformuliert. Ich meine, der Ausgangspunkt der Debatte ist ja schon das Unbehagen über die Machtkonzentration. Deswegen ist der Titel so gewählt. Aber jetzt, wie du gesprochen hast und gesagt hast, ist es gar nicht so leicht, die Nachteile für die Nutzerinnen und Nutzer zu definieren. Da bin ich dann stutzig geworden, Timo, wenn man jetzt so die Analogie zum Industriekapitalismus so stark macht und sagt, das ist wie die Fabrik, das ist wie das Proletariat, und zurückdenkt und an die massiven Konflikte sich erinnert, die damals stattgefunden haben, um Benachteiligung eigentlich. Der Reichtum der einen basiert auf der Armut der anderen. Wie ist das heute mit den Plattformen? Das ist jetzt ein Kapitalismus, der zwar ungleich ist, aber einer der Gewinnerinnen und Gewinner? Oder wie kann man das verstehen? Ich mag diese Analogie ja sehr gerne. Und ich würde jetzt auch das nochmal zuspitzen, was wir hier besprochen haben, herausgestellt haben, eigentlich diese Beschränkung der Europäischen Datenschutzgrundverordnung und dieser Gesetze oder so, die Gesetze des Marktes gar nicht verlassen. Das ist so ein bisschen wie mit dem 8-Stunden-Tag. Also der 8-Stunden-Tag, der ja auch erkämpft worden ist von der Arbeiterbewegung und irgendwann dann Gesetz wurde, der war natürlich legitim und hat auch schlimme Auswüchse beendet, diese Wildwestphase des digitaler Frühkapitalismus, habe ich das auch mal genannt. Und jetzt gab es dann irgendwann den 8-Stunden-Tag, der hatte aber gleichzeitig den Effekt,
das grundlegende Faktum der Ausbeutung, also Ausbeutung im marxischen Sinne, dass Menschen für ihre Arbeitskraft bezahlt werden, Mehrwert entsteht, den sich das, der Kapitalist aneignet, das wurde damit aber auch sanktioniert und festgehalten und gesagt, okay, reguliert, kanalisiert sozusagen. Und ich denke, dass wir genau, und ich würde es gerne Shoshana Zuboff noch kurz zitieren, die mit ihrem ganz bekannten Buch Überwachungskapitalismus ganz analog zu Marx ökonomisch erklärt und sagt, wir durch unsere Aktivität auf den Plattformen schaffen ein Mehrverhalten in klarer Analogie zur Mehrarbeit. Das erzeugt praktisch ein extra Verhalten, ein extra Produkt, das sich die Plattform aneignen kann und in Profit umwandeln kann. Und sie betont auch genau den Punkt, den wir hier haben, dass an diesem Grundprinzip, an dieser Maschinerie nicht zu rütteln ist. Wenn sie sagt, von den Datenunternehmen, von den Digitalkonzernen zu fordern, sie möchten doch bitte den Datenschutz respektieren, wäre so, als würde man Henry Ford auffordern, er möge doch seine Autos nicht am Fließband, sondern wieder einzeln zusammenbauen lassen. Was sie damit sagen will, ist, dass die Überwachung der Datenklau, die Verletzung der Privatsphäre ist die Daily Operation, das ist die Core Operation des digitalen Kapitalismus. Und jetzt finde ich es besonders schade, dass Svea Windwehr nicht da ist und sich da dazu, und ich dazu positionieren kann, weil, also wie erlebst du es, Jeanette, die Plattformen gehen doch auch auf diese Themen ein. Ist es so, dass sie sich dann irgendwann einfach zurückziehen würden, wenn die Daten sowieso zugänglich gemacht werden, wenn sie darauf kein Monopol mehr haben, wenn unfaire Wettbewerbsprinzipien nicht stattfinden können, dass sich das Business dann einfach nicht mehr lohnt? Also ich finde es jetzt ein bisschen widersprüchlich, deine Perspektive, weil vorhin hast du ja noch gesagt, die Datenschutzgrundverordnung sei die Innovation gewesen im regulatorischen Bereich und dass selbst China die jetzt adaptiert hat. Jetzt sagst du, der Datenschutz selber ist vollkommen egal, weil die Plattformunternehmen ohnehin tun, was sie wollen, nämlich alle Daten abzuziehen. Ich würde sagen, also ich persönlich bin keine Anhängerin der Datenschutzgrundverordnung aus einem ganz einfachen Grund, weil sie immer vom Individuum ausgeht. Und ich denke, wir brauchen eigentlich Regelungen, die quer zur Nutzerschaft verfasst werden, sodass wir nicht individuell einwilligen müssen, sondern dass wir eigentlich so etwas Ähnliches wie Gewerkschaften auch für uns im Digitalen haben, die Regelungen gegenüber der Wirtschaft aushandeln und durchsetzen. Und dass dieses Machtgefälle zwischen mir als Individuum, die ohne eine Suchmaschine nicht auskommt, dann zu sagen, ja, Google hier, ich stimme zu, dass ich dass du meine Daten bekommst dafür, dass ich diesen wertvollen Dienst erhalte, das finde ich eine ungute Konstellation. Und die Datenschutzgrundverordnung knüpft sozusagen an die Würde des Menschen an, gibt uns die Freiheit zuzustimmen oder abzulehnen, und das ist einfach ein Quatsch. Also ich persönlich halte diese Konstruktion für überholt und würde mir ein ganz anderes Modell wünschen. Aber zunächst mal haben wir jetzt die Datenschutzgrundverordnung, und das größte Problem, was ich im Moment sehe, ist, dass sie ganz schlecht durchgesetzt wird und es an Kapazität der Datenschutzbehörden fehlt, all die Unternehmen auf ihr Fehlverhalten hin dingfest zu machen und ihnen Strafen aufzubrummen. Das fehlt uns völlig, vor allen Dingen in Irland. Ja, also ich glaube doch, dass wir gar nicht so weit auseinander liegen, vor allem in dieser Erkenntnis, dass wir kritisieren, dass der Datenschutz uns Menschen letztendlich nur als Besitzerinnen und Besitzer ihrer eigenen Daten, als Marktsubjekte, als Konsumenten betrachtet und versucht zu schützen als solche und nicht zum Beispiel, du hast das gerade angesprochen, was ist mit kollektiven Daten zum Beispiel. Also das finde ich genau die Richtung, in die eine, sagen wir mal, radikalere Kritik eigentlich auch gehen müsste. Also nicht den Datenmarkt der vereinzelten Monaden regulieren, so wie der 8-Stunden-Tag die Ausbeutung reguliert hat, sondern wirklich darüber hinausgehen und die Daten, die wir eigentlich kollektiv erstellen oder die bei diesen privaten Plattformen landen, tatsächlich auch als kollektive Produktivkraft debattieren.
weil das ist sie nämlich. Und das sehen wir zum Beispiel in der Pandemie, dass die in vielfältigen Bereichen, sei es Sequencing oder Impfstoffentwicklung oder auch Contact Tracing, das sind Big Data Operationen, die wir als Gesellschaft brauchen, um so eine Pandemie zu besiegen. Und am besten schaffen wir das, würden wir das schaffen, wenn wir auf der ganzen Welt gemeinsam Open Data mäßig mit gesellschaftlicher Kontrolle auf diese Daten zugreifen könnten. Total spannender Punkt, da fallen mir auch noch gleich drei weitere Fragen ein dazu, aber bevor ich die stelle, wollte ich sagen, dass ab jetzt sozusagen auch Fragen aus dem Publikum ich gerne einbinden würde. Ich bin mir sicher, es gibt eine Menge, wir haben ein unglaublich breites Thema schon abgefrühstückt in einem Rausch von einer Debatte. Insofern, wenn Sie gerne eine Frage stellen würden oder auch einen Kommentar haben, dann bitte das Saalmikrofon benutzen. Und ich glaube, es gibt auch schon Fragen aus den diversen Chats. Ich weiß gar nicht, auf welchen Plattformen wir heute so unterwegs sind. Auf Zoom, Timo. Ja, genau. Es gibt eine Frage von Han. Dass der Gesetzgeber einen größeren Einblick erhält, ist aus regulatorischer Sicht praktisch. Ist es aus Sicht des Datenschutzes nicht aber problematisch, wenn weitere AkteurInnen Zugriff haben? Ob der Datenschutz dagegen spricht, dass Regulierungsbehörden Zugriff auf Daten der Unternehmen bekommen? Nee, das glaube ich nicht, dass das ein Problem ist. Ich glaube, also das ist auch die Debatte, die sich vor allen Dingen im Hinblick auf Kommunikationsplattformen stellt. Da wird häufig so argumentiert, dass die Macht der Plattformen heute darin besteht, dass sie faktisch die öffentliche Sphäre bilden, weil doch immer mehr öffentliche Diskussionen über Plattformen stattfinden und deshalb Plattformen mit ihren Ranking-Operationen, also mit dem Filtern und Sortieren von Informationsströmen, wesentlich mitentscheiden, welche Debatten sichtbar werden und welche im Dunkeln bleiben. Und das greift, wenn man so will, in unsere demokratische Selbstbestimmung in einem solchen Umfang ein, dass die Gesetzgeber darüber nachdenken, größere Transparenzanforderungen an Plattformen zu stellen. Da geht es also nicht um die Informationen als über individuelle Nutzerinnen, sondern es geht um die Operationen, mit denen Plattformen algorithmisch Informationsströme strukturieren oder kuratieren. Ich würde gerne vielleicht noch eine Ergänzung machen zu dieser Frage, ob das Wettbewerbsrecht tatsächlich, wie weit das tatsächlich greift. Wir haben eine Debatte im Zusammenhang mit den Plattformen um Datenportabilität zum Beispiel. Also um die, also ob wir nicht es gesetzlich vorschreiben müssen, dass ich leichter Daten von einer Plattform auf die andere mitnehmen kann. Die Datenschutzgrundverordnung hat das ja schon vorgesehen und seitdem kann ich bei Facebook alles runterladen, dann entsteht so ein riesen ZIP-Archiv mit ein paar Gigabytes. Der nächste Schritt wäre Interoperabilität. Das heißt, müssten wir nicht Formate definieren, dass Inhalte, die auf Plattformen entstehen, Tweets, Posts, Bilder etc. in einem Format sind, dass sie zwischen den Plattformen identisch sind, dass es praktisch solche Schnittstellen gibt. Das sind zunächst mal Forderungen, die aus einer kritischen Perspektive kommen, ne? die Plattformen in ihrer monopolistischen, geschlossenen, nicht in die Karten schauen lassenden Haltung herausfordern. Wenn man aber genauer hinschaut und die Debatte verfolgt, dann sieht man, dass der Schuss da ganz oft nach hinten losgeht, weil zum Beispiel es so ist, das geht natürlich in beide Richtungen. Also auch ein kleines Start-up, das eine neue Idee hat, das datenportabel ist oder so, kann natürlich dann ganz ruckzuck von einer großen Plattform die Daten abgesaugt bekommen. Und das beobachten wir auch beim Thema Open-Source-Software zum Beispiel. Ne? Also dass heute gerade die großen Konzerne diejenigen sind, die sagen, Open-Source, Community finden wir super, weil wir können genau auf alles zugreifen, was dort stattfindet, wie die anderen auch. Ja. Gerade im Bereich KI kann man das sehen. Google, Microsoft, immer mehr Unternehmen stellen ihre Plattformen, mit denen man KI
Dienste, KI-basierte Dienste entwickelt, stellen die sozusagen allen bereit und werden auf diese Weise, wenn man so will, zur industriellen Grundlage, die alles vereinnahmen, jede neue Initiative, jedes kleine Unternehmen kann sich dort ansiedeln und ist dann sozusagen auch Teil des Universums von Google oder Microsoft. Das ist tatsächlich so, dass Open Source auf diese Weise eine trübe Zukunftsaussicht geschaffen hat, weil es eben dazu führt, dass Monopole noch stärker werden und das ist auch im Bereich Interoperabilität die große Gefahr. Was bedeutet das denn für die Schwerpunkte der KI-Entwicklung? Also man spricht ja oft davon, dass KI-Systeme einen Bias haben können, aber gibt es auch einen Bias darüber, wo sozusagen schwerpunktmäßig Prioritäten gesetzt werden, was für Projekte durchkommen und so, weil große Plattformen da eine besonders mächtige Stellung haben oder seht ihr da kein Problem? Also ich sehe es immer aus der Warte, wie kann man zu einer gemeinwohlorientierten KI kommen, ne, und sehe eine Landschaft, in der gerade eben Google, Facebook, Amazon und so weiter führende Entwickler von KI sind. Ist das ein gesellschaftliches Problem, dass man sagen könnte, eine andere Art von KI-Entwicklung wird dadurch ganz schwer vorstellbar? Da bin ich nicht sicher, ob man das jetzt schon sagen kann, weil so viele kleine Unternehmen sich in diesem Bereich spezialisieren, von denen man noch nicht genau weiß, was davon überlebt und in welche Richtung das auch geht. Also dazu würde ich mir kein Urteil erlauben wollen. Also mein Blick darauf ist vielleicht ein bisschen düsterer. Also wenn wir uns anschauen, wer das die größten Talente auf sich recruiten kann, wer am meisten Milliarden für Forschung im Bereich KI ausgibt, wer die größten Datensammlungen hat, wer die besten Ergebnisse hat, wer die größten, Stichwort autonomes Fahren, Bilderkennung, Sprachinteraktion, also das sind genau die Digitalkonzerne, die wir seit 10 oder 20 Jahren kennen. Es gibt sicher kleine, also sehr, sehr innovative Landschaft, aber aus der KI tatsächlich eine produktive Maschine zu machen, das schaffen tatsächlich nur die Unternehmen aus dem Silicon Valley in erster Linie und die chinesischen Pendants. Weil, und das habe ich tatsächlich, also das hört man auch von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die gehen dann zu Alibaba, weil bei Alibaba gibt es die meisten Daten und da, wo es die, ne, wo es 10-mal so viele Daten gibt oder so, ist einfach auch die Forschung interessanter oder so. Ne? Also es gibt da so eine, auch dort bei der KI-Forschung und Implementierung. Und hier der amerikanisch-chinesische KI-Experte Kai-Fu Lee spricht ja von the age of implementation, also in dem wir gerade leben oder so. Also da gibt es diesen starken Sog oder so hin zu den Großen oder so. So sehe ich das. Ich glaube, es hat sich im analogen Raum auch was getan und im virtuellen Raum hat sich auch was getan. Aber dann fangen wir mal analog an. Oder? Gerne. Hans schreibt, sind aber entsprechende auswertenden Algorithmen auf eine Art einsehbar, dass ein von den grundlegenden Daten unabhängiges Verständnis überhaupt möglich ist? Danke. Was war die Frage? Ich habe es leider. Wiederhole. Bisschen langsamer bitte. Ja. Dann. Sind aber entsprechende auswertenden Algorithmen auf eine Art einsehbar, dass ein von den grundlegenden Daten unabhängiges Verständnis überhaupt möglich ist? Das ist eine gute Frage. Dazu habe ich auch letzthin publiziert und wir haben uns mit der Forderung nach mehr Transparenz bezüglich Algorithmen beschäftigt und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass was hier vielfach gefordert wird, ziemlich naiv ist, weil KI-basierte Systeme, gerade wenn sowas wie Machine Learning zum Einsatz kommt, so dynamisch sind, dass sehr schwer Einsicht in sowas zu gewähren ist, weil sich erstens die Datensätze ständig ändern und zweitens auch der Einsatz von Algorithmen so verteilt ist im Zusammenspiel, dass es sehr schwer ist, dingfest zu machen, was man eigentlich wissen will. Und unser Befund am Ende war,
dass vermutlich jeder Wirtschaftssektor seine eigenen Transparenztechniken erfordert. Will sagen, wir müssen uns erstmal die Kapazität, KI-basierte Systeme zu verstehen, aneignen. Und das wird sehr viel verschiedene Kompetenzen verschiedener Disziplinen erfordern, um das beurteilen zu können und sowas wie Regulierungsauflagen überhaupt überprüfen zu können. Das ist nicht von heute auf morgen zu schaffen, sondern das ist ein Lernprozess, der auch den Regulierer vor neue Herausforderungen stellen wird. Es klingt ja fast so, als ob KI mehr Arbeit macht und nicht weniger. Ja, aus der Regulierungsperspektive ist das ganz sicher der Fall. Okay. Das ist nicht einfach eine Blackbox, die man öffnen kann. Zu der Blackbox oder so fällt mir ein, es gibt einen schönen Text von Stanislaw Lem, dem Science-Fiction-Autor, der sich mit dieser Blackbox-Metapher schon mal beschäftigt hat und eine ganz ungewöhnliche Reaktion darauf. Er meinte, ein Lichtschalter ist auch eine Blackbox. Also wir wissen nicht genau, was dahinter ist, wie das genau verkabelt ist, aber wir können dessen Funktion überprüfen. Und ich stelle jetzt mal vielleicht ein bisschen die provokante Frage, ob wir nicht bei diesem die Blackboxen öffnen, verstehen, nachvollziehen, wie die KI zu Entscheidungen kommt, vielleicht zu viel verlangen. Vielleicht reicht es ja auch, das vom Ergebnis her zu beurteilen, wie beim Lichtschalter, also zu gucken, ob das Licht an- und ausgeht, bei einer Blackbox zu schauen, diskriminiert denn diese konkrete Anwendung zum Beispiel, ne? Liefert die denn mit einer gewissen Genauigkeit das, was wir haben wollen, experimentell überprüfen und dann zu sagen, ja, dann bekommt das TÜV-Siegel und wir müssen vielleicht gar nicht genau schauen, wie die Verkabelung ist. Fragezeichen? Nein? Sehe ich anders. Also ich glaube erstens, dass so eine punktuelle Überprüfung zu gar nichts führt, weil sich eben diese Systeme so dann dynamisch weiterentwickeln. Das heißt es ja auch Machine Learning. Erstens mal ist öffentlich immer vom Algorithmus die Rede, aber wesentlich ist womöglich der Datensatz, der Trainingsdatensatz, und der entwickelt sich beständig weiter. Das heißt, wir müssen eine Beobachtungskompetenz entwickeln, die beständig zum Einsatz kommt. Und diese Idee eines TÜV-Siegels, die finde ich, stammt aus dem anderen Jahrhundert. Die richtet sich, das ist eine Analogie, die guckt auf ein Auto, wo vielleicht ein Modell 3 Jahre läuft oder sowas, aber das reicht überhaupt nicht, um zu verstehen, was diese Systeme tun. Das ist doch auch die Frage, wer guckt, oder? Also wer muss diese Informationen haben, weil ich jetzt als Nutzer gucke auch nicht mein Auto rein, sondern das macht der Mechaniker, der irgendwie schaut, ob alles gut läuft und ob das funktioniert. Und bei KI ist es ja vielleicht auch so, dass das einen Unterschied macht, wer jeweils die Kompetenzen hat. Wenn dein Antrag auf einen Bankkredit abgelehnt wird, dann bist du schon unmittelbar betroffen und hast ja auch der neuen Gesetzgebung nach einen Anspruch darauf, erklärt zu bekommen, warum der abgelehnt worden ist. Das finde ich auch absolut richtig und sinnvoll. Die Frage ist, kann ich das dann wirklich beurteilen oder gibt es dann sozusagen Expertinnen und Experten, die da genauer reingucken können, weil ich glaube, die Kluft ist ja enorm hoch. Bankangestellten können es womöglich auch nicht. Ja. Wir hatten in dem Panel heute davor, wo du ja auch schon warst, also ein Beispiel, das fand ich wirklich toll, aus Frankreich, ich glaube, du hast das sogar gebracht. Den Richtern. Wo man festgestellt hat, datenbasiert, dass Richterinnen und Richter in Frankreich nach der Mittagspause mildere Urteile fällen als vor der Mittagspause. Und das wäre genau, da kam, aus dieser Ecke kommt diese Idee von mir, da wissen wir aufgrund dieser Daten, aufgrund dieser Feststellung, da stimmt was nicht. Da müssen wir, ne? Also ohne dass wir in den Richter und die Richterin in den Kopf hineingucken können, wie sie genau funktionieren, wissen wir aufgrund der Ergebnisse, da hat Diskriminierung stattgefunden, da müssen wir nachregeln. Daher kommt eher diese Idee mit der Blackbox. Ja, und trotzdem würde ich behaupten, dass wir uns eine diskriminierungsfreie Welt nicht vorstellen können. Es ist ein schönes Experiment gemacht worden mit der Compass-Software, die ja
dazu eingesetzt wird, um die Rückfälligkeit von Straftäterinnen zu bewerten. Und da hat man versucht, die verschiedenen Kriterien, die zur Anwendung kommen müssen, um ein faires Urteil zu fällen, und ist zu dem Ergebnis gekommen, diese Software kann nicht allen Fairness-Kriterien und Ansprüchen genügen. Genauso wenig kann das auch das Urteil des einzelnen Richters, der einzelnen Richterin. Wir stellen, und das habe ich ja, dafür habe ich dieses Beispiel auch gebracht, wir haben heute Anforderungen, und die kommen aus der Automatisierung, Ansprüche an Gerechtigkeit und an Diskriminierungsfreiheit, die wir an Menschen nie gestellt haben. Wir bewerten faktisch das Handeln von Menschen heute anhand dessen, was wir einer Maschine abverlangen wollen. Ja, das finde ich wirklich wunderbar, und der große Soziologe Max Weber hat das ja schon auf den Punkt gebracht, als er das Performative, die Tätigkeit so des Richters beschrieben hat in Analogie zu einer Maschine. Also eine Maschine, die, ja. Das Recht ist der Algorithmus, und oben kommen die Daten rein, das ist der konkrete Fall, und die Maschine prozessiert. Die französische Richterin soll das objektive Urteil fällen, egal ob sie hungrig ist oder nicht. Genau, das ist ja hochspannend, dass die KI uns jetzt quasi die Latte hochlegt und uns dazu zwingt, genauer zu reflektieren, welche Entscheidungen aus welchen Gründen genau getroffen werden. Und wir haben eine analoge Frage, ich glaube sogar zwei. Bitte. Ja, ich möchte nochmal nachhaken in Bezug auf diese Gegenüberstellung von dem Blackbox-behavioristischen Ansatz, man guckt nur auf das Verhalten, oder eben der Accountability, indem man versteht, wie die Systeme gebaut sind. Denn das Problem ist ganz konkret in Bezug auf die selbstfahrenden Autos und meiner Meinung nach da auch noch zu wenig diskutiert, denn wir haben ja dort jetzt lauter verschiedene Unternehmen, die parallel ihre eigene Technik entwickeln für diese selbstfahrenden Autos. Und es ist tatsächlich so, wenn man in die Blackbox reinguckt, sind da drin nochmal ganz viele andere Blackboxes, das heißt, es sind viele KI-Systeme schon bei einem einzelnen Anbieter, die miteinander kommunizieren. Das ist also sehr intransparent. Jetzt ist halt die Frage, die ich gerne stellen würde aus dieser Regulierungsperspektive, was halten Sie für das wahrscheinlichere Szenario, dass quasi diese ganzen konkurrierenden Autofirmen alle einzeln nachweisen müssen, wie kommt eigentlich ihr Fahrzeug zu einer Entscheidung, oder dass man so eine Art Testparcours oder wie auch immer hat, wo man eben schauen muss, fährt das Auto in den schwierigen Edge Cases halt irgendwie den Fußgänger um oder nicht und so weiter. Denn wenn man das zu Ende denkt, kommt man vielleicht zu einem Punkt, dass es die Regulierung gar nicht handelbar ist für so viele verschiedene Anbieter, sondern dass man dann doch ein System braucht, was sich durchsetzt, wo dann meinetwegen auch in dem Fall Google vielleicht die Firma ist, die dann halt das verlässlichste System produziert oder so. Und das regulatorisch gar nicht zu bewältigen ist. Aber was glauben Sie, welches System sich da an der Regulierung durchsetzen wird? Also, wenn Sie mich so fragen, dann würde ich sagen, werden sich da Konventionen herausbilden, die einerseits aus regulatorischen Anforderungen kommen, andererseits aber auch aus Gerichtsprozessen, weil die kommen so sicher wie das Amen in der Kirche. Ich erinnere mich an ein Autounfall eines selbstfahrenden Tesla in Kalifornien. Und da war der Unfall, das war ein Auffahrunfall mit Todesfolge, und der war zustande gekommen, weil eine Straßenbegrenzung sich verändert hatte. Und da hat Tesla argumentiert, als wir dieses Ding gebaut haben, war das noch nicht da. Und da sieht man schon, wie komplex die Verteidigungen und Angriffsprozesse in so einem Fall sein werden. Ne? Also was muss der Autohersteller vorher getan haben, um sowas auszuschließen? Was kann er getan haben? Was ist der Stand der Technik etc. etc.? Das wird ein ganz vielschichtiges Aushandlungssystem mit immer wieder überraschenden neuen Ereignissen. Aber unterm Strich glaube
glaube ich, wird das Qualitätsmerkmal sein, geht die Anzahl der Unfälle zurück, ja oder nein? Und so wie KI-Systeme ja nie auf die sozusagen perfekte Lösung zielen, sondern immer auf Annäherungen, ne? Das sind immer so Schwellenwerte, die beim Trainieren von Systemen definiert werden und die liegen dann vielleicht bei 93% oder 98%. Aber es geht nie um die perfekte Lösung. Und ich nehme an, dass die Unternehmen selber damit ganz zufrieden sind, mit solchen hohen Schwellenwerten. Und der Rest, das sind dann halt Kosten, die sie zu tragen haben, wenn es zu Unfällen kommt. Das klingt ja im gesellschaftlichen Sinn hochproblematisch, Timo. Wie siehst du das? Kommen die überhaupt ran an eine Quote von Fehler, Anfälligkeit oder Nichtanfälligkeit, die das erwarten lässt, dass die Technologie in naher Zukunft ethisch vertretbar ist? Also ich fand das sehr interessant, was du gerade gesagt hast und dass das eigentlich eine Absage an wirklich dieses die Blackbox öffnen und wirklich letztendlich genau verstehen, wie, ne, so eine Art Threshold oder so. Und ich glaube, dass das Gesetz zum autonomen Fahren, das in Deutschland Anfang des Jahres ja verabschiedet worden ist, dort ist die Rede vom, das Fahrzeug muss, und das zielt ja auf den öffentlichen Verkehr, also um mal wegzukommen von Tesla und diesem Hochperpetuieren des Privatfahrzeugs oder so. Da geht es wirklich um Flottenbetriebe als Teil des öffentlichen Verkehrs. Und da wird vom selbstständigen Einnehmen eines risikominimalen Zustands gesprochen. Und das ist Gesetz in Deutschland, ne? Und das ist weltweit Pionierarbeit. Und das bringt genau diesen Kompromiss zum Ausdruck, dass wir sagen, wir wollen sehr konservativ, wir wollen sehr sicher fahren und das muss in der Lage sein, wenn irgendwas ist, sicher rechts ranzufahren und risikominimaler Zustand. Aber die Formulierung verabschiedet sich schon intrinsisch eigentlich von der 0%, also von der 100%igen. Ja, das kann ja auch niemand garantieren. Überhaupt die ganze KI-Regulierung in Brüssel, die zielt ja auch immer auf verschiedene Risikoklassen. Und da kann man schon sehen, dass da sehr pragmatische Lösungen gefunden werden. Da muss man erstmal definieren, was ist das Risiko genau, was ist der Kontext, und dann wird es halt kleingearbeitet. Und die Anforderungen entsprechen dann verschiedenen Risikoklassen. Jetzt kommen die Fragen, wo wir schon fast am Ende sind. Ich würde vorschlagen, dass wir die drei zusammenfassen. Also zwei offline, oder? Sie sind auch am Mikro? Ja, okay. Also der Kollege war früher dran, dann Sie und dann, dann nochmal online. Ich hätte nochmal eine Frage zu der Notwendigkeit nach Regulierung und dieser Definition, dass die Frage dahinter ist, schadet es dem Konsumenten? Die Wettbewerbsregulierung. Genau. Meinen Sie nicht, dass das ein bisschen kurzsichtig gedacht ist, wenn man da ökologische und ökonomische Folgen wie zum Beispiel Umweltzerstörung oder prekäre Arbeitsbedingungen ausklammert, weil das sicherlich nicht dem Konsumenten in erster Konsequenz schadet, aber auf längere Sicht schon? Also, Entschuldigung, stopp, ich muss intervenieren wegen der Zeit. Wir nehmen mehrere auf einmal, ja? Ja, Sie hatten gerade gesagt, dass jetzt dieselben Ansprüche an diskriminierungsfreies Verhalten jetzt beispielsweise an RichterInnen oder so angelegt wird, wie wir irgendwie versuchen, an KI anzulegen. Und das hat sich irgendwie so als negativ, also ich habe das irgendwie negativ aufgefasst. Und eigentlich frage ich mich, ist es nicht sowieso so, dass wir erstmal verstehen müssen, wo in der Gesellschaft Diskriminierungen stattfinden und wie sie funktionieren, um dann überhaupt sowas wie diskriminierungsfreies maschinelles Lernen zu ermöglichen, weil die Diskriminierung findet, also es ist ja nicht so, dass KI von sich aus diskriminierend ist, sondern es liegt ja daran, auf welcher Datenbasis diese KI halt lernt, und sie lernt halt von einer diskriminierenden Gesellschaft, also ist es doch eigentlich genau richtig, da anzufangen und zu gucken, ja, wo findet denn Diskriminierung in der Gesellschaft eh schon statt, um das dann aufzuarbeiten und damit wir irgendwie überhaupt wissen, was für Daten müssen wir denn so einem Algorithmus geben und worauf müssen wir achten, dass sowas halt nicht mehr stattfindet? Guter Punkt. Bevor die Antwort kommt, kurz noch die Frage aus dem... Danke, Fall. Florian. Ich habe zwei Fragen. Oh. Es wurde gesagt von May, die schreibt, es wurde gesagt, es gebe keinen Zwang zur Nutzung der Dienste von Tech-Unternehmen.
besteht kein Zwang zur Nutzung von Smartphones, Apple und Google zur Teilhabe, LinkedIn, Xing zur beruflichen Selbstdarstellung, PayPal und Apple Pay zur Zahlungsabwicklung, Videokonferenzendienste zur sozialen Teilhabe und im Beruf. Dann kommt die zweite Frage digital. MB hat gefragt, wenn die Algorithmen zur Datenextraktion und Analyse komplett einsehbar wären, würde ja auch das Risiko bestehen, dass Algorithmen zur Datenauswertung für Empfehlungen auf soziale Media-Plattformen gezielt ausgenutzt werden könnten. Mhm. Inwieweit müssten bzw. sollten Algorithmen also offengelegt werden? Würde eine abstrakte Beschreibung der Algorithmen genügen? Ich hätte sogar eine dritte Anmerkung, aber die lasse ich für später. Alles klar, wann auch immer später sein soll. Bitte pickt euch raus, wo ihr anfangen wollt. Ich habe mitgeschrieben und pass auf, dass auch alles beantwortet ist am Ende. Also dann fange ich mal an. Ich habe geschildert, welchen Anforderungen das Wettbewerbsrecht sich ausgesetzt fühlt. Ich habe nicht gesagt, dass ich persönlich das gut finde, dass man es so definiert, sondern was mir diese Wettbewerbsjuristin gesagt hat, ist, dass das die Tendenz in den letzten Jahren war, danach Wettbewerbsprobleme zu definieren. Schaden sie den Konsumentinnen, ja oder nein? Und wenn nicht, dann ist die Hürde, überhaupt tätig zu werden, sehr viel höher. Und dass diese Art der Definition von Wettbewerbsproblemen es nicht leicht macht, Plattformen heute zu regulieren. Da muss sich einfach im Verständnis des Wettbewerbsrechts erst wieder was ändern, damit es aktiver tätig werden kann. Zur zweiten Frage. Ich interessiere mich immer für ungewünschte Nebeneffekte. Und deshalb habe ich das gesagt, dass für mich besteht die Ironie der Algorithmenkritik darin, dass wir unsere Anforderungen an Menschen, von denen wir ja wissen, dass sie subjektiv handeln, dass wir an sie maschinenähnliche Anforderungen stellen, das finde ich einen ganz ironischen Effekt der AI-Kritik. Ja, Diskriminierung ist Thema. Überall eigentlich. Wer über KI redet über Diskriminierung, muss man sich auch damit auseinandersetzen, was das ist und woher das kommt und so weiter. Eigentlich interessant. Timo, es sind noch Fragen übrig. Zwang zur Techniknutzung und ist es ein Problem, wenn Algorithmen offengelegt werden? Kann das auch zum Problem werden? Wir haben es ja schon ein paar Mal angedeutet beim Stichwort Open Source zum Beispiel. Und wir sehen das bei fast allen Digitalkonzernen. Tesla, den ich da auch dazu zählen würde, hat vor ein paar Jahren alle seine Patente offengelegt. Ein Move, der normalerweise im Kapitalismus an Hirnrissigkeit grenzt, aber in dieser Plattformlogik, wo es eben um Skalierung geht, wo es in der Phase eher darum ging, dass aus Teslas Perspektive der elektrische Antrieb sich durchsetzt oder so, macht das dann plötzlich wieder Sinn. Also es gibt viele Beispiele, in denen zum Beispiel der Google Search Algorithmus oder so, der ist online verfügbar, der basiert auf einer Arbeit von Larry Page und Sergey Brin in Stanford. Also so viele Geheimnisse gibt es dann gar nicht. Und in den letzten Jahren hat auch so ein Shift stattgefunden in meiner Wahrnehmung in der Wissenschaft und in der Kritik der Plattform weg von, das sind die schützen ihre Betriebsgeheimnisse. Hinzu, die haben eine so große infrastrukturelle Macht auf verschiedensten Ebenen, dass sie eigentlich auch ihre Safes und ihre Codes offenlegen können. Ne? Wir haben TensorFlow beim Thema AI, dass sie in so einer mächtigen Position sind, die nicht daher rührt, dass sie das Informationsmonopol über den Code haben. Und vielleicht noch eine Anmerkung zu dem Thema. Also Regulierung, die ja so beschränkt bleibt, weil sie den Menschen nur als Konsumenten betrachtet, das war ja fast unser roter Faden heute. Ich finde das wichtig und richtig, ich finde es eine interessante Debatte, genau wie die Debatte um den 8-Stunden-Tag zum Beispiel. Aber, und hier der Kollege hat das gerade angesprochen, wenn wir wirklich, sagen wir mal, die Grundprobleme des Wachstums im Kapitalismus, sei es der industrielle oder der digitale, die Umweltzerstörung, den Raubbau an der Arbeitskraft und so weiter anpacken wollen, dann schaffen wir das nicht mit Regulierung oder mit Arbeitszeitverkürzung, sondern wie schon zu Marx-Zeiten mit Kapitalismuskritik und also dem Versuch zu verstehen, wie der digitale, in dem in unserem Fall Mehrwert produziert wird. Also dieses Verständnis ist, glaube ich, ganz wichtig, um diese Plattform auch grundsätzlich zu kritisieren.
Kann ich noch einmal was sagen? Ich finde die Frage nach dem, wie viel der algorithmischen Logik muss man offenlegen, ich finde die völlig angemessen, weil es ist tatsächlich ein Dilemma, dass wenn man es alles offenlegt, es zu Gaming the System Praktiken kommt. Will sagen, man versucht, und das ist ja eigentlich auch ganz schön, wenn man mit algorithmischen, sagen wir mit Empfehlungsalgorithmen konfrontiert ist, versucht man deren Logik zu verstehen. Ich mache das bei Spotify die ganze Zeit. Ich höre bestimmte Stücke, um zu verhindern, dass der Algorithmus mir nächste Woche zu viel von dem einen und zu wenig von dem anderen serviert. Also ich habe immer ein aktives, wenn man so will, intervenierendes Verhältnis zu den Algorithmen, die für mich irgendwas tun. Und wenn die alle offen liegen, muss man damit rechnen, dass Leute, die in einer Weise manipulieren, dass sie ihre Arbeit nicht mehr so tun können, wie sie tun sollen. Das schönes Beispiel für Adversarial AI, ne? Bei Spotify. Das war auf jeden Fall eine Take-Home-Message, die ich sofort ausprobieren werde, wenn man Spotify richtig benutzt. Wir müssen zum Ende kommen. Ich habe trotzdem eine Frage noch, Jeanette. Du bist ja Pionierin der Internetforschung und hast diese ganze Bewegung miterlebt, ne? Und auch die Euphorie, die damit verbunden wurde, dass man so einen Informationsraum hat, wo Demokratie ganz anders gelebt werden kann, wo man Matchmaking machen kann, würde man heute sagen, viele Funktionalitäten. Hat der digitale Kapitalismus das jetzt kaputt gemacht oder gibt es eine Perspektive oder worin siehst du die Perspektive, das sozusagen optimal zu nutzen? Wie ist da deine Herangehensweise? Also für mich wäre zu einseitig zu sagen, dass er das alles kaputt gemacht hat. Es ist nicht mehr so rosa-rot, wie ich das in den 90er Jahren gesehen habe. Ich gehörte zu denen, die Mitte der 90er Jahre extrem euphorisch waren. Da habe ich auch viel dazugelernt und meine Einstellung in vielem verändert. Aber für mich ist immer noch der Umstand, also wenn man sich ein Leben ohne Internet heute vorstellt, es gibt nur ganz wenig Leute, die sich das wünschen würden. Der Wohlfahrtsgewinn, den wir aufgrund des doch sehr niedrigschwelligen Zugangs zu Informationen haben, der ist enorm. Und ich sehe schon, ich teile auch die massive Kritik daran, dass wir mit unseren personenbezogenen Daten bezahlen, aber der Umstand, dass wir Plattformen und vor allen Dingen auch Suchmaschinen nutzen können, ohne dafür zahlen zu müssen, das finde ich einfach großartig und daran halte ich auch fest, weil es Leuten den Zugang zu diesen Diensten gibt, die sie sich sonst nicht leisten könnten. Und wenn man nach Lateinamerika guckt, wo Leute, sagen wir, nur Zugang zu Facebook haben oder so und ausgewählten, sehr populistischen Nachrichtenmedien, da hat das grauenhaft negative Effekte. Also es kommt sehr darauf an, wie wir den Regulierungsrahmen gestalten und sowas wie Netzneutralität, dass uns Zugang zu einer Vielzahl von Informationsmedien gibt, halte ich für extrem wichtig. Es ist nicht egal, wie wir das Netz regulieren. Ich kann mir vorstellen, dass Timo dabei vielem zustimmt. Trotzdem habe ich da jetzt so einen digitalen Antikapitalismus auch durchgehört. Was heißt das denn praktisch? Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass das jetzt das Schlusswort war. Weil ich das auch genau in diesem, ne, also nochmal eine Lanze brechen für die Demokratisierung, die es ja tatsächlich bedeutet hat und dieses Niedrigschwellige oder so. Das würde ich, glaube ich, fast als wunderbar, dann lassen wir das so stehen, finde ich eigentlich auch wunderbar und schön. Bedanke mich für die sehr spannende, anregende Debatte, auch für die Fragen aus dem Publikum und wünsche Ihnen allen einen schönen Abend und eine angenehme Pause.